Herzlich willkommen. Heute ist Hakan Ersu zu Gast bei meinem Podcast. Er ist Online-Marketer und hat mit seinem Online-Geschäft etliche Millionen Euro verdient. Ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du uns etwas über dich erzählst. Herzlich willkommen, Hakan. Danke, Peter. Freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wann hast du angefangen und wie bist du dazu gekommen, dein Online-Business aufzubauen? Spannende Frage. Ich glaube, man muss mal so ein bisschen zurückrudern in die Vergangenheit, was die Beweggründe gewesen sind. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein alter Hase, bin noch relativ jung, 22 Jahre alt. Oder 22 Jahre jung, je nachdem, wie man es mal sehen mag. Ich bin mal jemand zum Beispiel, ich frage mal, wie jung bist du, weil ich finde mal, wie alt bist du, ist mal ein bisschen diskriminierend. Weißt du, wie stehst du dazu, Peter? Ja, da gibt es zwei Alter. Das eine ist das geistige Alter und das andere ist das körperliche Alter. Ja, auch schön gesagt, ja. Ja, wir sagen, ich bin schon mal 22 Jahre jung, lebe in Hannover, ursprünglich aus NRW, aus der Nähe von Duisburg. Und ja, so, sag ich mal, aufgewachsen, wie gesagt, in der Nähe von Duisburg, nicht in den besten Verhältnissen. Meine Eltern selber stammen aus dem Südosten der Türkei, sind dann nach Deutschland irgendwann gekommen und bin halt aufgewachsen, sehr bescheiden, würde ich sagen, einfach weil wir jetzt nicht so immer die finanziellsten Mittel hatten für, weißt du, ich habe jahrelang kein Kino gesehen. Teilweise nicht mal richtig ein Restaurant von innen und so. Also so, das war teilweise so auch ein Stück weit so ein Teil meiner Geschichte. Und dann auch gemerkt, egal wo ich bin, ob jetzt in der Schule, ob beim Fußballverein, dann halt irgendwann später, also egal in welcher sozialen Gruppe, ich habe mich immer nie so ganz wohl gefühlt, immer so ein bisschen der Außenseiter allgemein gewesen und gemerkt, dass ich anders ticke als viele andere Kinder draußen. Das hat dann angefangen. Ich habe dann immer nach meinem Hausaufgaben habe ich immer viel gerne gemalt, gezeichnet in meiner Freizeit und hatte für mich so andere Kinder zum Beispiel. Ich glaube, die machen sich keine großen Gedanken. Die packen, nehmen eine Flasche in die Hand und trinken draus. Logisch Schlussfolgerung. Dafür ist es ja da, die Flasche Wasser zum Beispiel. Bei mir war es so, wenn ich sowas gesehen habe, hat mich mal interessiert, warum sieht denn die eine Flasche Wasser so aus und die andere Flasche Wasser so aus? Und dann ist mir als Kind damals schon bewusst gewesen, ah, okay, das liegt ja daran, weil es zwei verschiedene Marken sind. Deswegen. Aber ich fand immer das eine Design vom Wasser, von der einen Wassermarke, so wie man es nennen mag, fand ich grottenhässlich. Und die andere Flasche Wasser fand ich wiederum schick, das Branding, das Packaging so. Und dann habe ich irgendwann, hat er angefangen mit einer Cola-Dose zum Beispiel. Wie kann das denn sein, dass ich im Supermarkt sehe, am Kiosk oder? Das hat mich voll getriggert. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin generell künstlerisch so ein bisschen, habe da so meine Affinitäten, male viel, zeichne viel, habe dann immer einfach in meiner Freizeit so selber Logos gezeichnet, so für irgendwelche Firmen, die es gar nicht gab. Habe dann das angefangen mit meinem Namen, habe dann später auch Graffiti auch groß gemacht. Also merkst du schon, diese künstlerische Ader war bei mir immer gegeben. Wobei ich mich bis heute frage, irgendwie von wem, weil meine Geschwister sind weder künstlerisch, wobei mein kleiner Bruder so ein bisschen, aber meine Eltern zum Beispiel gar nicht. So, dass das nicht wirklich, oder beziehungsweise waren es nie. Ja, und das hat mich dann so interessiert, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich will mehr darüber erfahren. Das habe ich damals gemacht. Ich bin 2001 geboren. Dann halt im Alter von 9, 10 circa habe ich mich da sehr tief für interessiert und bin dann einfach irgendwann in die Bücherei gegangen, habe dann mir Bücher geholt, geguckt, was es da einfach irgendwie gab. Leider war damals die Auswahl sehr, sehr, sehr schmal, muss man sagen. Also ich glaube, Deutschland ist generell, finde ich mal so, nicht so das Land, wo ich sage, so ein bisschen wie in Amerika, weißt du, so kennst den American Dream, gerade so für Startup, ganze Startup Valleys und so, das ist so. Ist nochmal ein ganz anderes Flair. In Deutschland ist so, habe ich das Gefühl gehabt, sind jetzt nicht so Startup-freundlich, zumindest zu der Zeit damals. Irgendwann hat sich das ja so ein bisschen entwickelt. Ja, und ich würde sagen, doch mit 10, 11 war ich eigentlich schon ein Kind. Ne? So, als Kind habe ich mir dann die Frage gestellt, was macht man jetzt mit diesen Informationen?
Und dann habe ich irgendwann auch YouTube gemacht. Leider vielleicht kurz, um dazwischen zu, nochmal zu grätschen, bevor ich jetzt weitererzähle, bevor ich YouTube gemacht habe, war halt ein gravierender, es ist was Gravierendes passiert, und zwar der Tod meiner Mom. Und mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil einfach die Lebensumstände sich so geändert haben. Von NRW nach Niedersachsen zum Beispiel angezogen. Neues Umfeld, neue Leute. Ja, dann auch in der WG irgendwann dann später auch gelandet. Das ist ein Thema, worüber ich nie wirklich offen gesprochen habe. Ich glaube, erst so mit den so letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich das irgendwann, glaube ich, erstmal öffentlich erzählt. Ich glaube, zum ersten Mal war das, glaube ich, wir hatten ein eigenes Event, wo ich dann auch einen Vortrag gehalten habe. Ich glaube, es war das allererste Mal, wo ich das überhaupt erzählt habe. Dann später noch auf der Bühne hier von Fauna Summit. Aber ich bin lange Zeit, habe ich das Thema so ein bisschen verdrängt. Aber ja, das ist dann halt passiert. Und halt gerade dieses Thema WG, also wie man es nennen mag. Also ich glaube, die Bezeichnung Kinderheim kennt man ja auch. Aber ich finde, die ist mal so negativ konnotiert. Und man stellt sich immer so wilde Sachen darunter vor. So, es war jetzt gar nicht, die Zeit war jetzt, sage ich jetzt nicht schlimmer oder so. Es war halt einfach nur, du bist gerade in diesem, du bist gerade eigentlich dabei, in diese Teenager-Phase zu kommen, plötzlich passiert sowas, ne? Ich glaube, das war halt der ausschlaggebende Grund auch für meine viele Fragen, mich manchmal so erhakern oder sagen, es kann doch nicht sein, dass du 22 Jahre alt bist. Gerade wenn ihr halt eben dann das vergleicht mit diesem Erfolg, den ich geschafft habe, was andere dann zum Beispiel mit 22 gehen, die am Feiern haben, was auch immer. ich glaube, eigentlich habe ich das so meiner Frühreife zu verdanken, weil ich dann halt eben auch so ein bisschen zum Beispiel die Vaterrolle für meinen kleinen Bruder so übernommen habe, ne, auf ihn aufgepasst habe, ne, viel auch an der Erziehung beigetragen habe und so weiter und so fort. Und ja, aber wenn wir jetzt mal so wieder auf diese unternehmerische Schiene zurückschauen, ich habe dann irgendwann, nach der Trauerphase habe ich dann mich mit Videografie, Fotografie noch weiter auseinandergesetzt, habe dann, ich bin mal so ein Mensch gewesen, ich bin mal gerne in der Natur gewesen, habe dann mal Fotos gemacht oder Videos, immer bearbeitet, mir damals sowas wie Premiere Pro und so geholt und dann halt immer auch Videos geschnitten. Und dann habe ich irgendwann YouTube gemacht und ich weiß nicht, Peter, du bist ja auch lange im Game, du hast vieles, glaube ich, schon, also du hast vieles, glaube ich, mitverfolgt. So. Ich weiß nicht, wie du so in der YouTube-Bubble da unterwegs bist, aber kennst du noch die Video-Days? Nein, die kenne ich nicht. Die kennst du nicht, okay. Also Nee. viele kennen die, das ist immer sehr krass, also ich denke mir immer so, die sind doch eigentlich damals so, weil wenn du jetzt so aus, du kennst doch, für Fauna Summit kennst du ja, oder? Das Event. Nee, kenne ich jetzt auch nicht. Wer steckt denn dahinter? Vielleicht kenne ich Fauna die Summit, Person. ich weiß nicht, Robben Söder? Nein, sagt mir auch nichts. Robben Interessant. und Daniel Söder, das, also du musst dir vorstellen, Fauna Summit ist eigentlich so, jetzt machen wir Werbung fürs Fauna Summit, aber liebe gehen an die Brüder raus, ich war ja selber Speaker und habe auch ein gutes Verhältnis mit denen, bin sogar. Das Witzige ist, witzig, sie warten seit einem Jahr, dass ich mal zu denen ins Büro gehe, weil da steht auch noch ein Podcast-Interview aus. Plus, die haben auch so eine Art Unternehmer-Netflix, das heißt ich Fauna-Zone. Und da soll ich auch halt eben Format, also soll ich auch Teil von dieser Sache sein und eine Videoreihe halt eben publishen so. Und ja, irgendwie haben wir es bisher nicht hinbekommen, dass sie das mal jetzt drehen, aber es wird jetzt auch die nächsten Monate geschehen. Und das Fauna-Summit steht sogar gerade sogar vor der Tür. Also es ist ein cooles Event, ist, wenn man so sieht, wie der Name schon sagt, überwiegend für Gründer. Also es sind viele angestellte Gründer, die sich gerade was aufbauen wollen, aber auch natürlich Aussteller und Speaker. Also zum Beispiel, die haben, wen haben die dort schon auf der Bühne gehabt? Ich merke gerade, ich weiß, Dieter Bohlen war jetzt, ich glaube, vorletztes Jahr war er dabei. Dann, wer war noch da? Von Höhle der Löwen, wie hieß denn der Gute? Ja, wenn du sagst, weiß ich es wahrscheinlich auch aktiv, weiß ich es gerade nicht. Ja, und oh, wie heißt denn, man, mir liegt es auf der Zunge. Nee, mir fällt es gerade nicht ein, aber wirklich das große, 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 große bekannte Gesichter. So, und ne, gibt es eine große Bühne. Gibt es so eine Expo mit mehreren Ständen, wo sich halt eben Unternehmer auch nochmal dann ihren Stand haben, dann natürlich pitchen. Davon war ich halt auch letztes Jahr ein Teil von. Und
Das ist halt so, du weißt halt aber, das einmal im Jahr und so, da trifft man sich einfach, ne? Man sieht viele Branchenkollegen beispielsweise. Und jetzt halt eben nochmal zum Video Days. Video Days war so eigentlich das Netzwerktreffen jährlich für die ganzen YouTuber und Influencer. So, also da haben sich die meisten YouTuber getroffen. So zum Beispiel, meine Zeit hat zum Beispiel so YouTuber wie Gronkh. Ich kennst du Gronkh? Glaube ich, habe ich mal gehört, aber ich habe Der hat so Let's keine Plays und so viel, weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob nicht viel es ein. angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob das Nee. jetzt noch aktiv macht, aber damals war es echt, der hat, ich glaube, zu dem Zeitpunkt so seine 3, 4 Millionen Abonnenten, glaube ich, gehabt. So. Also ich war halt schon so tief in der Bubble. Ich glaube, es ist aber auch immer so abhängig, in was für Bereich man sich da halt sehr tief bewegt. So. Ja, aber jetzt kurz zum Video Days. Also habe dann da gemerkt, okay, das sind plötzlich Gleichgesinnte. Das sind andere YouTuber, andere, die es gerade versucht haben gerade und gerade dabei sind. Und plötzlich merke ich so, warum fühle ich mich jetzt hier gerade wohl, aber in der Schule zum Beispiel nicht. Da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, es liegt daran, in was für ein Umfeld du dich bewegst. Das war dann auch der Grund, weshalb ich mich dann mit 12, 13 so circa auch mit dem Thema Netzwerken auseinandergesetzt habe. Wie geht man auf Menschen zu? Wie schafft man Synergien? Und dann habe ich auch immer eins und eins eigentlich easy zusammenzählen können. Ich habe gemerkt, okay, diese YouTuber haben ja eine Sache alle gemeinsam. Die haben alle Reichweite. Was kann man mit Reichweite machen? Man kann es monetarisieren. Warum wusste ich das? Weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe. Ich wusste, okay, aber auch logische Schlussfolgerungen nicht. Und das sind halt eben so Sachen, ich glaube, damit habe ich mich halt als Kind auseinandergesetzt, wie man einfach aus Sachen zum Beispiel Geld machen kann. Weil ich wusste, Geld ist ein Thema, habe ich nicht so die beste Erfahrung gehabt, warum wir es einfach nie wirklich hatten, so. Aber ich sag mal so, man kann auch irgendwie auch in Geld kommen. So. Und dann habe ich geguckt, wie kann man es halt logisch machen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe generell schon früh so eine Vogelperspektive auf gewisse Sachen gehabt und konnte komplexe Zusammenhänge mal sehr schnell verstehen. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einfach mal zum Beispiel dann YouTuber, die so bei 5.000, 6.000 Abonnenten waren, ne? Also die habe ich auf Videodays kennengelernt, habe mich mit denen connected, auch dann teilweise Influencer kennengelernt, die dann auch 100.000 hatten auf Instagram damals. Und dann habe ich Folgendes gemacht, ich bin einfach auf die zugegangen und habe gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach mal, also wie wäre es, beziehungsweise wenn ihr damit also Kooperation mit Unternehmen macht. Und da hieß es, ja, haben wir schon versucht, aber irgendwie hat das nicht ganz hingehauen oder die haben uns zwar verarscht und so. Und da habe ich mir angeschaut, wie haben die es gemacht? Und dann habe ich gesehen, okay, diesen Vertriebsweg, den die da genutzt haben, das war jetzt nicht der beste. Oder auch, ich habe mir dann die E-Mail-Chat-Verläufe angeschaut zwischen Unternehmen, Großunternehmen auch, die dabei gewesen sind. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, so, aber viele Unternehmen, die man halt kennt, so. Und die haben damals wirklich mit denen geschrieben und da hat man schon gemerkt, würde man, glaube ich, den Skill Vertrieb drauf haben, hätte man da eine bessere Verhandlungschance gehabt, um mit den Unternehmen daraus einen coolen Deal rausholen. Was habe ich ja gemacht als 12-, 13-jähriger Hakan? Gesagt, hey, vertraut das Ganze doch mal mir an. Ich habe dann folgendes Mal einfach damals ganz unseriös eine Gmail-Adresse einfach, wie habe ich genannt? Ich glaube, halt hier HE, also für Haken R so und dann minus Management, ich glaube, gmail.com oder so. Cool. Und habe dann einfach mal Unternehmen angeschrieben, habe gefragt, habe gesagt, hey, hier gibt es einen Influencer mit so einer Reichweite, der möchte zusammenarbeiten mit euch oder ich weiß, dass das eine Zusammenarbeit definitiv Sinn machen würde, weil sie davon profitieren würden, dann, ne? Also habe die ganzen Vorteile nochmal herauskristallisiert und da auch wirklich in die E-Mail-Reihe verfasst und haben die, also war die Antwortrate ganz, ganz, ganz andere und dann die Influencer wiederum mit staunenden Augen, ach komm, wie hast du es geschafft? Ja, genau. So. Sehr gut. Und so sind Deals entstanden, habe das anfangs erstmal so, wie soll ich sagen, freundschaftlich gemacht, weil ne, ich habe gemerkt, die freuen sich, die verdienen Geld daran und so. Irgendwann habe ich geguckt, wie kann man sich auch an so einer Sache beteiligen und so. Und das waren dann auch die ersten Berührungspunkte in Richtung Unternehmertum. Also erstmal allgemein YouTube-Videos damals. Dann, ich wollte ein Startup bauen. Ich habe mir damals dann zum Beispiel auch, weiß nicht, Peter, sagen dir Indoor-Gärten etwas? Indoor-Gärten. Nee, das sagt mir nichts. Stell dir mal einfach wirklich so einen länglichen Blumentopf vor mit einer UV-Lampe drüber, so eine Lampe. So, und jetzt lebst du zum Beispiel dann, du bist ja aus München, Peter.
Und München, wer weiß jetzt nicht, wie die Situation ist, aber nehmen wir jetzt mal an, du lebst im Tiefen von Berlin, so. Du hast dort keine Möglichkeit auf den Garten, richtig? Balkone haben auch nicht die meisten Leute, so. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Wie kannst du trotzdem zum Beispiel Gemüse anpflanzen, ohne dass du einen Garten hast? Ja, du brauchst einen Blumentopf und zu Hause irgendwie was anpflanzen, ja. Ja, und wie können wir den Wachstum nochmal weiter garantieren oder beschleunigen, forcieren, indem Aus wir. Sonnenlicht. Sonnenlicht brauchst du, Ja, cool. Und wie wäre es, wenn wir die ganze Zeit eine Lampe über diesem Blumentopf hätten, ja. die dafür sorgt, dass während du schläfst, die Pflanze weiterhin wächst? Und das funktioniert, ja. Dass das funktioniert. Ja, sehr Das gut. ist schon sehr erfolgreich. Und ich habe damals, und da merkst du wieder warum, ne? Ich war ein Kind, das immer alles hinterfragt hat. Wir hatten damals Photosynthese in der Schule. Bin ich danach zum Lehrer gegangen und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass im Winter, okay, rein klimatisch geht es nicht und ne, macht ja alles Sinn. Das habe ich schon an sich verstanden und auch dann akzeptieren können, aber mich hat es trotzdem getriggert. Es muss es auch irgendwie eine Möglichkeit geben. Und hat es angefangen damals, ich habe dann viel rumexperimentiert, teilweise das Haus damals fast abgefackelt. Bin im Baumarkt nach der Schule mit dem Fahrrad gefahren, habe dann da so Lampen geholt und versucht einfach daraus ein Produkt zu machen. Ja. Und deswegen, du merkst, hat sehr kreativ gewesen, immer versucht aus allem irgendwie eine Chance zu sehen und daraus ja, Mehrwert zu stiften. Nicht unbedingt immer Geld. Ich glaube, Geld war nie meine Motivation. Einfach diese Neugierde, ne? Neues zu schaffen, Produkt vielleicht zu schaffen, was andere wiederum nutzen bringen würde. Und so hat es angefangen, dann lange Zeit dann wieder nichts mehr gemacht, weil ich mich ja auch immer so ein bisschen also gerade von Schulkameraden beeinflussen lassen habe. Also jetzt spinn doch mal nicht rum, jetzt mach mal was Vernünftiges und du machst dich hier zum Affen mit deinen YouTube-Videos und so. Und dann gedacht, ach komm, dann haben die vielleicht auch recht und leider, der naive Haken hat dann leider pausiert. So, ich war da circa, ich glaube, es war im Alter von 13, so. Aber hin und wieder trotzdem. Ich bin noch weiter in die Bücherei gegangen, als dann irgendwann es zum allerersten Mal ein Handy hatte und dann später ein Tablet. Habe ich auch mal viel gegoogelt, dann gemerkt, ah, okay, jetzt gibt es Facebook-Ads. Was ist denn das? Ist das der neueste Shit? So. Was kann man damit anstellen? So, und dann einfach trotzdem halt nebenbei noch geguckt, was gibt's so, weil wie entwickelt sich der Markt? Ich glaube, hätte mich gefreut, wenn ich noch ein bisschen jetzt inzwischen älter gewesen wäre, dass ich noch so irgendwie sowas wie Dotcom-Blase und damals so, wenn man von Online-Marketing spricht, damals war ja so SEO ganz, ganz groß geschrieben, so, haben mir viele dann gemacht. Die Sachen habe ich dann viel, viel später erst aufgegriffen, aber grundsätzlich halt immer schon scharfen Verstand für Marketing gehabt, für Branding hat mich mal tierisch interessiert. Und dann halt eben dieses, wenn wir mal die Story von den Influencern da anschauen, das Thema Vertrieb, Verhandlungsführung. Dann leider ist es so ein bisschen auf der Strecke geblieben, habe dann eine klassische Schule gemacht und so, dann irgendwann Abi war dann, das war auch so der Punkt, meine Schwester hat zum Beispiel, also ist jetzt demnächst auch mal endlich fertig, studiert Medizin. Und mein Bruder zum Beispiel hat Vivi studiert Wirtschaftswissenschaften und so und dieses halt so, studier doch auch, du bist doch kein Dummer, du bist doch nicht dumm, also du hast sowas im Kopf und so. Das stimmt, ich war sogar teilweise ein Streber auch in der Schule, obwohl mir das Schulsystem nie gefallen hat. Aber ich konnte mal die Sachen, das war für mich sehr einfach zu verstehen, habe dann immer, bloß Mathe habe ich mal so meine Schwierigkeiten gehabt. Wenn man gar nicht denke, wenn man jetzt heute schaut, so, okay, wo steht man so? Man muss ja Zahlen als Unternehmer unter Kontrolle haben. Aber da vertraue ich dann lieber meinem Buchhalter oder meinem Steuerberater und Controller. Also die haben es im Griff. Nee, also Mathe war jetzt nie so meins, aber sonst habe ich in der Schule nie Probleme gehabt. Ja, und dann hieß es halt, mach was Vernünftiges. Und dann war ich so an einem Punkt, es war circa 2000, wann war das? 2018, 19, zu überlegen, was mache ich jetzt? Und wollte dann halt, habe dann gedacht, ich gehe zur Polizei. Und früher habe ich mich, also ich habe nie mir die Frage gestellt, wie wird man Polizist? Ich habe mir bewusst mir die Frage gestellt, was will ich denn jetzt machen? Die haben gesagt, mit Social Media kannst du kein Geld verdienen. Ist so, ja, aber die Vergangenheit hat es mir halt anders gezeigt, so, dass es da also Potenzial ist und man da definitiv Geld verdienen kann mit. Und dann dachte ich mir, okay, Polizei, warum? Weil ich bin zum Beispiel auch, weiß jetzt nicht, wie du da so in Sachen Numerologie, Sternzeichen und sowas, Ist nicht so mein Thema. nicht so dein Thema, okay.
Also ich bin vage, ich versuche immer so immer so ein Gleichgewicht zu schaffen, weißt Mhm. du? Und deswegen, ich sag mal so, okay, mal Polizei, Freund und Helfer und so, und wäre vielleicht ein interessanter Job für mich. Hat mich auch echt interessiert, damit dann viele Dokus reingezogen, wie dann der Polizeijob und so ist. Ja, und wollte ich wirklich Polizeibeamter werden. Und dann kam aber irgendwie alles anders. Warum? Weil dann kam der erste Lockdown, das war 2020. Und ich habe vorher natürlich noch dieses starke Marketinginteresse gehabt und da auch dann schon erste Früchte tragen können, so von einigen Projekten. Aber ich glaube, gerade der Lockdown war dann so der ausschlaggebende Grund, der nochmal das Ganze da nochmal so Feuer ins Benzin, nee, Benzin ins Feuer gepackt hat, so geschmissen hat. So, weil du musst vorstellen, früher warst du, du hast 6 Wochen Ferien gehabt und ich dachte mir immer so, das wäre dumm, wenn ich jetzt was anfange und in 6 Wochen wieder der Traum vorbei ist. So, dann ist die Hoffnung wieder so weg und dachte mir so, macht keinen Sinn. Weil wenn eine Sache, dann habe ich mich auch zu 100% zu der Sache committed. Und da habe ich gesagt, okay, da muss eine andere Lösung her. Und plötzlich kam dann der Lockdown aus dem heiteren Himmel. Und ich wusste jetzt nicht, ob die Schule in einem Tag wieder anfängt, da in einer Woche, in einem Monat oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und dachte mir, komm, wenn ich jetzt nicht anfange, dann bin ich blöd. Und da habe ich geguckt, damals Kurse, die ich mir dann damals von meinem Taschengeld geholt habe, zu Thema Marketing und so habe ich mir wieder reingezogen, habe viele auch selber geschaut, was kann man machen. Und mir dann einfach Shopify geholt, E-Commerce gemacht sozusagen. Und auch wieder so vorgegangen, nicht einfach blind geguckt, was machen alle. Ich habe mir wieder Fragen gestellt. Und ich glaube, das ist gerade für die Zuhörerschaft, für Leute, die jetzt gerade am Anfang sind, gerade zuhören und denken, okay, was kann man hier dann vom Hakan jetzt vielleicht heute mitnehmen? Folgende Fragen habe ich mir gestellt. Wie sieht gerade die Situation aus? Einmal gesellschaftlich und wirtschaftlich. Was brauchen gerade Leute? Was ist gerade überhaupt passiert? Und was kann man jetzt verkaufen, was ein riesen Mehrwert für die Käufer wäre? Und was mir wiederum sozusagen, was für mich skalierfähig wäre? So, die Frage habe ich mir gestellt. Dann habe ich geguckt, okay, was gibt es denn, wie sieht die Situation gerade aus? Lockdown, alle sind zu Hause, was hat zu? Fitnessstudios haben zu. Leute wollen aber natürlich Sport machen. So, wollen sich bewegen, gerade die, die halt vorher auch immer aktiv im Fitnessstudio waren. So, die anderen sind natürlich einmal dick geworden, also ich weiß es nicht. So, und eine Sache, die sich sehr gut verkauft hat zu dem Zeitpunkt, waren Fitnessbänder. Ich wusste aber, wenn ich jetzt der Zehnte bin, oder nicht der Zehnte, das wäre sogar zu wenig, wenn ich jetzt der Tausendste wäre, diese Fitnessbänder während des Lockdowns verkauft, ich glaube, so die Werbeanzeigen hast du ja auch alle gesehen, oder? Ja, das machen alle. Ja, es machen alle und ich dachte mir so, ich will nicht einer von vielen sein. Und dann habe ich aber geguckt, wen gibt es denn noch außer Männer? Oder so Frauen haben die ja auch teilweise genutzt. Frauen gibt es noch als Zielgruppe. Frauen sind tendenziell im E-Commerce eher die Kaufkräfte, also nicht kaufkräftiger, aber eher die konsumstärkere Zielgruppe, weil die halt eher mehr shoppen gehen als jetzt der Mann. Und was gibt es noch nicht für die? So habe ich geguckt, was gibt es in Kanada, was gibt es in den USA? Ein bisschen Research betrieben, weil ich wusste, auch wiederum logische Schlussfolgerung, wenn ein Trend in Amerika angefangen hat, wird er irgendwann nächsten Monat oder spätestens im nächsten Jahr auch nach Deutschland kommen. Ja, genau. Und damals waren Hula-Hoop-Reifen waren damals im Trend. Witzigerweise, ich habe dann Research betrieben, im deutschsprachigen Raum, im Dachraum gab es noch keine Hula-Hoop-Reifen. Also gab es schon, aber jetzt Da nicht war die so. Lücke. Da war eine Lücke, richtig. Ja, und dann habe ich Shopify gemacht, so viel herumexperimentiert, General Stores, Nischen Stores. Dann diese Hula-Hoop-Reifen waren so ein kleiner Boost. Und gemerkt, okay, hey, da geht was. Und dann irgendwann mein Steuerberater auch so, Herr Hakan, was geht hier ab? So, was sind das jetzt Zahlen? Du bist noch ziemlich jung und so, musst nicht zur Schule. Ist ja, muss ich, aber ich dachte mir, komm, ich nutze einfach meinen Lockdown und hat ja geklappt. Und plötzlich war ich in so einem Zwiespalt. Einerseits Schule, so der ursprüngliche Streber gewesen, nicht unbedingt Streber, aber der jetzt nicht Schwierigkeiten hatte, dachte ich mir so, komm, mach einfach mal dein Einsatzzeugnis und dann hast du es in der Tasche. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch ganz tief Unternehmer werden, so aus dem tiefsten Herzen. Es war dann diese Diskrepanz. So. So, einerseits will ich das, einerseits will ich das. Und das war dann super, super schwierig, dazu eine Entscheidung zu treffen. Aber mein Steuerberater hat mich dann irgendwie ermutigt und meinte, hey Hakan, du kommst ja aus dem,
Es war wirklich Kaff, ne, wo ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe. 13.000 Einwohnerstadt. Also du siehst doch, diese ganzen Unternehmen leiden hier gerade. Erst wenn du dir einfach mal eine Dienstleistung anbietest, so Online-Marketing. Hat sich der Steuerberater gefragt? Ja, yeah, genau. Also Cool, er meinte okay. auch dann zu mir, kannst du mir eine Steuerfachangestellte über Online-Marketing holen? Wow. Also denn damals habe ich gewusst, was Social Recruiting bedeutet, bevor es überhaupt Trend geworden ist. So. Und ich so, ja, können wir gerne mal ausprobieren. Und dann halt viele Projekte gemacht. Da dann Kunden betreut, viele Mandanten auch von ihm zum Beispiel, die er mir da anvertraut hat, weil er gesehen hat, okay, das funktioniert ja beim Jungen so, der macht das ziemlich gut. Und viele, witzigerweise, viele Freunde von mir, die da auch E-Commerce gemacht haben, dann kam mal irgendwann die Frage, Herr Hakan, warum machst du nicht auch, nee, genau, warum schaltest du die Ads so, warum läuft es bei dir so gut, warum laufen unsere Ads nicht so gut? Und dann haben die irgendwann gefragt, ob ich nicht für die Ad schalten kann. Und ich dann so, ja, du, kein Plan. Ich weiß nicht mal, was ich dafür verlangen soll. Genau. Und dann habe ich damals für 300 Euro, ich habe gesagt, gib mir 300 Euro, ich glaube, damit wäre ich fein so. Mit 300 Euro, für 300 Euro habe ich dann teilweise Ads für die geschalten. So, das war dann so, aber es war gut, weil ich habe dann gelernt, okay, plötzlich, die sind voll gehypt, die feiern mich, die haben mich teilweise auf den Podest gestellt und ist so, ich mache doch hier gerade nichts Besonderes. Hier so, für dich mag es nicht besonders sein, uns Genau. steigert das aber an unserem Umsatz. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas mache ich da wirklich richtig. Und dieses Kundenfeedback hat mich dann echt, hat mir so, wie soll ich sagen, das Gefühl gegeben, okay, ich mache da aber wirklich was richtig und auch sehr gut, scheinbar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse mal jetzt so die E-Commerce-Sache, weil ich habe gemerkt, gerade Thema Buchhaltung, das hat echt, war ein krasser Aufwand. Du verkaufst ja jetzt nicht eine Dienstleistung für, keine Ahnung, ein paar tausend Euro an eine Person. Du verkaufst Produkte für Viele 50 kleine. Euro an sehr viele Personen. Genau. So. Und wir leben in Deutschland, Buchhaltungspflicht, das und das und tausend andere Sachen, die noch dazu kamen. Ja. Viele Sachen, wo ich mich auch wieder selber dann reingeschnuppert habe, was braucht man, wissen, glaube ich, viele Leute immer noch nicht. Und ich glaube, viele E-Commerce-Gurus erzählen es auch den Leuten immer nie, die dann so ein E-Commerce-Coaching dann in Anspruch nehmen. Falls hier ein Zuhörer oder eine Zuhörerin dabei sein sollte, die gerade irgendwas im E-Commerce-Bereich macht, achtet auf die Verpackungslizenz. So einfach mal so ein kurzer Tipp. Erzählt zum Beispiel keiner, weil man muss dann immer ungefähr angeben, wie viel Müll sozusagen, also Müll sozusagen man produziert. Das kann man da anhand von den Paketen, die man im Jahr versendet, ungefähr schätzen so. Das ist natürlich ein Aufwand für den Gründer, der denkt da nicht dran. Und es erzählt keinen Coach da draußen, weil die dann denken, dass E-Commerce dann wiederum mit viel Aufwand verbunden wäre, was ja dann sich auch wiederum schlechter verkauft im Marketing. So. Und solche Sachen habe ich dann selber herausgefunden, indem ich einfach Research betrieben habe. Ich habe dann teilweise einfach mal Anwälte angerufen, und so, yo, was geht ab? Ich will mich in E-Commerce-Business aufbauen. Könnt ihr mich dazu mal beraten? So. Solche Sachen habe ich gemacht. Und Cool. ja, dann Ende vom Lied, Agentur aufgebaut, relativ schnell eigentlich so irgendwann die Umsatzmillionen auch geknackt so. Und ja, dann geguckt, was macht mir eigentlich Spaß, weil du hast jetzt da einen Onlineshop verkauft, eine Webseite, dann eine Kampagne, dann Mitarbeiterkampagne, dann Neukundenkampagne, also die allgemeine Lead-Generierung, dann Performance Marketing, auf der anderen Seite auch SEO gemacht, dann Social Media Management. Und du merkst, das ist, glaube ich, auch das Bild, was immer alle da draußen einen verkaufen, bau dir deine Social Media Agentur auf und mache irgendwie alles. Aber ich habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich erst mich später mit so Themen wie Positionierung drum gekümmert, so. Ich habe jetzt gemerkt, ich bin so klassisch dieser Bauchladen. Und ich muss sagen, es war ein Hamsterrad, aber es war ein goldenes, weil an sich, aus monetärer Sicht, finanziell, konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Aber trotzdem war das sehr viel Aufwand. Schlaflose Nächte gehabt, Augenringe des Todes gehabt, so. Und ich dachte mir, wenn ich morgen jetzt einen Mitarbeiter einstellen muss, wird er wahrscheinlich schnell kündigen. Warum? Weil es keine einfachen Prozesse gibt, die man einfach als Mitarbeiter duplizieren kann, die man einfach kopieren kann und ganz monoton ausführen kann. Weil es einfach zu viele verschiedene Produkte, Projekte sind. Und dann habe ich gemerkt, ich muss eine Sache machen, aber sehr gut dann. Da habe ich mich auf Recruiting fokussiert.
Später die Brand Rekrutenstrategen ins Leben gerufen, war dann so eine Art Untermarke von meiner damaligen Agentur, Erso Media. Und dann einfach Recruiting gemacht, an Handwerker, an Industrie, an Baubranche verkauft. Und Hand aufs Herz, es war jetzt nicht irgendwann nicht mehr viel Aufwand, weil ich habe dann irgendwann den Dreh rausgefunden, habe dann Templates gebaut. Wenn jetzt du ein Handwerker aus München wärst, der zu mir kommt, oder jetzt ein Handwerker aus Hamburg oder aus Berlin, das wäre, wenn man so sieht, dieselbe Kampagnenstruktur gewesen, nur halt eben mit anderen Visuals, Creatives. Genau. Und gemerkt, das kannst du jetzt einfach wie so am Fließband verkaufen. Ja, das Das hat Fließband ist wichtig, ja. wichtig, aber es ist mal die Frage, macht es einem Spaß? Ja. Und ich habe dann zwar gutes Geld verdient, skalieren können ganz schnell. Ich glaube, ich habe in Hannover das teuerste Büro überhaupt, eine der teuersten Büros überhaupt gehabt. Also eine schöne Stadtvilla mit einer Sauna im Büro und so. Und diesen Luxus mir da auch gegönnt, so. Aber immer gemerkt, es macht mir einfach ganz Spaß. Weil du, da Kunden zum Beispiel, so Handwerker, die vergöttern dich plötzlich so aus dem Nix und sagen, hey, wer hat dich geschickt? Und das ist ja krass. Und wir haben vorher nie Bewerbung gehabt. Jetzt haben wir dank deiner Kampagne gefühlt 1000 Bewerbungen da. Was geht da ab gerade? Und das war natürlich schön, dieses Feedback. Es hat auch da einen wiederum am Selbstbewusstsein, also mich hat es extrem gepusht. Und mir einfach den Beweis, das war der Beweis dafür, dass ich gerade unternehmerisch auf einem guten Level bin und was richtig mache. Aber es hat mir nicht so Spaß gemacht. Dann habe ich immer gesagt, okay, Und dann kam eine Sache wiederum gelegen, ich habe das Ganze dokumentiert, habe mir also unterbewusst eine Personal Brand aufgebaut. Und dadurch kamen halt eben andere Agenturenhaber dann auf mich, also ich habe den damals Kollegen gesehen und die haben mich dann aber irgendwann plötzlich, glaube ich, dann wieder auch auf den Podest gestellt, wo ich eigentlich nie sein wollte. Und das eigentlich nur, weil die gesehen haben, die Arbeit, die der Hakan leistet als Agentur, die ist geil. Er kann Mitarbeiter führen, er kann Prozesse etablieren, die gut laufen. Bei ihm tanzen die Mitarbeiter nicht auf der Nase herum. Bei ihm beschweren sich die Kunden nicht. So, also natürlich habe ich auch das, was ich gezeigt habe, ich habe natürlich auch immer die andere Seite der Medaille gezeigt. Mein lief natürlich Projekte auch nicht so gut und so gerade am Genau. Anfang. Aber es war auch gerade, das war auch authentisch, das haben die Leute auch gefeiert. Aber die haben eine Sache gesehen, da läuft es und bei uns läuft es gerade sehr schleppend. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, hey, komm, lass uns doch einfach mal zoomen, gucken wir uns mal deine Prozesse an. Und gemerkt eigentlich wieder, wie die Geschichte damals, das ist wieder so eine Synergie zu der Story damals mit den Influencern und mit, weißt du, ich habe wieder ganz schnell gemerkt, was die machen, also allgemein in andere Unternehmen reinzuschauen, gucken, wie deren Infrastruktur ist. Auf der einen Seite das Thema Prozesse, Automatisierung, dann Fulfillment, dann deren Vertriebswege, dann deren Marketing und so weiter und so fort. Ich habe gemerkt, das sind sehr viele Lücken. Und die habe ich ohne Witz, mit einem Meeting habe ich die alle aufzählen können und auch schon so einen kleinen Masterplan aufstellen können. Und das hat die immer alle sehr fasziniert, bis dann gab es Agenturenhaber, die waren so bei 20, 30.000 Euro im Monat. Die haben dann plötzlich andere Agenturenhaber, also Kollegen von sich noch gerufen. Und alle wollten eine Beratung von mir. Und ich so, Leute, Cool. was geht ab? Und mich hat es aber gestört, muss ich sagen, Peter. Mich hat es gestört. Ich bin doch jetzt nicht euer Messias. Warum kriegt ihr es nicht selber gebacken? Mich hat es gestört. Ich dachte mir, für mich sind das Sachen, die sind selbstverständlich. So. Und für die war das so, Alter, was machst du da, Hakan? Und ich wollte kein Messias sein. Und immer kam dann die Frage, wie sieht's aus? Kannst du uns da nicht bitte coachen? Und ich so, ich will eigentlich kein Coach sein, weil ich habe immer damals so eine voreingenommene Meinung zu Coaches gab, weil ich natürlich immer nur so das Schlechte gesehen habe. So. Ich habe mich natürlich auch weitergebildet, auch von Mentoren, aber wo ich auch wusste, okay, da ist wirklich, sind alle geprüfte Expertise, die sind länger auf dem Markt, den kann man vertrauen. Was mich gestört hat, waren so diese ganzen Online-Gurus, die dann plötzlich so halt eben auch dann aus dem Nix aus den Boden geschossen sind, so und Pilze. Und dann gesagt haben, yo, verdienen hier, kommen in die Gruppe und verdienen hier dann online Geld und so. Was an sich ja nicht schlimm finde, weil es gibt genügend Menschen, bin mir sicher, wenn du zum Beispiel, du berätst jetzt hier, also redest in deinem Podcast jetzt über, wie du dir ein Online-Unternehmen aufbaust, zeigst es auch andere Menschen und ich weiß, dass, wenn ich jetzt mit dir spreche, so, ich habe ein gutes Gefühl, dass du da mit Sicherheit Leuten, die gerade am Anfang sind, helfen kannst. Aber es gab viele, wo du die angeschaut hast, wo du dachtest, Alter, die kotzen eigentlich einen nur an, so, die sind,
Ja, und deswegen, ich wollte damit nicht in Verbindung gebracht werden. Und da habe ich einfach gemacht, Free Consulting, einfach wirklich für free beraten, gemerkt, deren Umsätze steigern, steigen, steigen, steigen. Und meine Umsätze sind irgendwie gleich geblieben teilweise. Warum? Weil ich einfach diesen Fokus so ein bisschen dann zu sehr darauf gelenkt habe und ich gemerkt habe, ich verdiene damit aber keinen Cent. Und da habe ich es irgendwann monetarisiert, indem ich, da haben irgendwann Leute gesagt, hey, ich gebe dir auch Geld für dafür, dass du mich berätst. Ja. So, lass uns doch einfach mal gucken, was ist möglich. Da habe ich 1:1 Kunden angenommen, das heißt Agenturenhaber gewesen. Ja. Dann haben irgendwann Coaches, haben sind darauf aufmerksam auch geworden und dann habe ich die irgendwann auch mit dazu genommen. Ja. Ja, und mit heute theoretisch mit Erso Consulting GmbH stehen wir eigentlich so, sind wir eigentlich so der Partner für Agenturen, für Coaches, B2B-Dienstleister, sorgen eigentlich für Automatisierung, Klarheit im Geschäft und eigentlich, also bei uns auch, wir haben versprechen, wir die Kunden, die jetzt zum Beispiel mit fünfstellig zu uns kommen, wir garantieren halt eben auch sechsstellige Monatsumsätze. Warum? Weil ich weiß, wie es möglich ist. Ich bin den Weg gegangen. Und da bauen wir halt eben diese Infrastruktur. Also Vertriebsprozesse, Marketingprozesse, teilweise Kunden, die dann schon ein bisschen größer sind, so bei 70.000, 80.000 im Monat sind. Da gehen wir da auch rein und bauen auch die Funnel-Architektur mit auf. Also VSL-Funnel, Webinar-Funnel. Sorgen dafür, dass die auch solche Platten im Hintergrund haben. Das machen wir auch. Dann, ich werde immer wieder auch gefragt, hey Haken, wie sieht es aus mit Joint Venture? Gucke ich mir auch an, wenn ich merke, das sind Projekte, wo man sich beteiligen kann, mache ich das auch ganz gerne. Ja, und sind so dann irgendwann gewachsen. Also deswegen, also Agenturdienstleistungen ist irgendwann in den Hintergrund gerutscht und ich bin auch froh, weil du das vorhin gesagt hast, Fließband ist wichtig. An sich schon, wenn man ein skalierfähiges Unternehmen hat, auch mit eventuell mit dem Exit-Gedanken, ich will es irgendwann später verkaufen. 100% Fließband-Agentur. Aber ich habe gemerkt, ich bin mehr als diese Agentur. Ich bin ein kreativer Kopf. Ich will für Veränderungen sorgen. Und deswegen haben wir jetzt gerade, also Media zum Beispiel steht, also findest du noch überall, wenn du danach googelst. Aber es ist gar nicht mehr so die Agentur. Da siehst du auch noch vieles wird angeboten. So auch, ne, das sind noch so alte, wie soll ich sagen, alte Treffer von meiner Bauchladenphase so. Vieles angeboten habe. Heute ist es, wenn man so sieht, eine Vertriebsagentur. Wie meine ich das? Nicht Vertriebsagentur im Sinne von, wir skalieren nicht beim Vertrieb, sondern wir bekommen Anfragen organisch oder durch Kollegen, also wenn es Agenturaufträge sind. Und ich gucke dann einfach, ob ich die nicht Kunden oder irgendwelche Partner von mir weiterleiten kann. Kommt halt einfach da eine Empfehlungsprovision für. So, das ist so dieses Aushängeschild von Erso Media noch aktuell. Aber agenturtechnisch ist begrenzt. Also wir machen noch exklusivere Aufträge, also sind jetzt von der Fließbandagentur so ein bisschen so Boutique-Agentur gewechselt, aber das ist, wenn man so unser Business anschaut, vielleicht gerade mal 20, 30%. Der Fokus bei uns wirklich Beratung, vor allem echte Beratung, qualitative Beratung. Ich bin satt, so wenn man so diesen Coaching-Consulting-Markt sich anschaut. Boah, wer hat jetzt Millionär, wer hat das, du musst das machen, bauen, einfach, es liegt an deiner Schlagzahl, die ist einfach komplett Schrott. Oder du musst einfach das machen, das musst du besser machen, das machst du gerade scheiße. Und man versucht immer mit dem Finger auf einen zu zeigen, das machst du schlecht, das machst du schlecht, mach das. Und das, glaubt mir, die Leute sind inzwischen in dieser Bubble, sind die werden wahnsinnig, die wissen nicht, was sie noch machen müssen. Wofür wir eigentlich sorgen, wir nehmen die mit an die Hand. Bei uns zum Beispiel, machen ausschließlich 1:1 Beratung. Zum Ah, Beispiel okay. ist es, Keine Gruppen. nee, wir haben ein paar Gruppen, aber es sind Mastermind-Gruppen. Das sind dann maximal fünf, größte aktuell sind 10 Personen. Wir gucken halt mal, wenn du jetzt so Kunde zu uns kommst, wir wissen, du bist auf diesem Level, dann packen wir dich in die Mastermind-Gruppe mit Gleichgesinnten. Aber immer bei uns, das Fundament müssen wir erstmal 1:1 zusammenpacken. Heißt, wenn jetzt jemand kommt mit noch gar keinem Plan oder sagt, hey, ich mache zwar irgendwie Umsatz, meine 10.000 Euro, aber ich habe noch gar keine Positionierung, bevor wir die Person in so eine Mastermind-Gruppe packen, gucken wir erstmal, dass wir mit der gemeinsam 1:1 an dieser Positionierung einmal feilen, die Strategieplanung schon mal auf die Beine stellen, die Vertriebswege, die Marketingprozesse, bis das einmal komplett steht, dauert es ja auch. Und dann können wir die ersten diese Gruppen entlasten und die sind aber auch sehr eng. Also wir gehen mit die da, machen da auch Vertriebstraining, wie macht man, wie wird man besser im Closing.
Denn Branding-Technik, Marketing, was sind gerade welche neuesten Trends, was kann man gerade aktiv nutzen? Praxisbeispiele, nehmen viele Case Studies von uns, die wir dann halt den Kunden präsentieren, gucken, wie haben wir das aufgebaut, wie haben wir die Customer Journey aufgebaut bei dem Kunden. Und das machen wir und es macht extrem viel Spaß. Ich merke so, Beratung ist das, wo ich mich jetzt inzwischen echt gefunden habe. Das ist sehr erfolgreich. Nicht unsere Kunden sind erfolgreich, wir sind erfolgreich und das macht mir Spaß. Und ja, jetzt merkst du, ne, bergige, oder sagen wir steinige Vergangenheit gehabt, aber immer versucht eigentlich das Beste daraus zu machen. Ich habe mal gesagt, wenn du eigentlich nur rumheulst und die Situation so annimmst, wie die gerade ist, dann wirst du nicht erfolgreich. Und deswegen bin ich froh, heute ein Umfeld zu haben, viele Zuhörer, die gerade auf welche am Anfang sind. Das Wichtigste überhaupt, gutes Umfeld zu haben, Personen, von Personen umgeben zu sein, von denen man erstens was lernt, vielleicht Gleichgesinnte sind oder für den du auch vielleicht was zurückgeben kannst, Form von Wissenstransfer, indem du dir Input da gibst. So ein Umfeld, glaube ich, ist am Ende des Tages sehr Gold wert und